das halt wir haben immer lange so. Ich habe ja noch nicht.
Más final. So. Ich fange schon mal an, erstmal ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Stephan, dass wir heute mal die Möglichkeit haben, unseren Sportler vorzustellen. Alle anderen sind von der Arbeit oder was weiß ich gekommen. Also, die haben jetzt gerade die T-Shirts an. Ich habe das Vergnügen, dass ich absolut nicht arbeiten muss. Im Zeitsportverein in Magdeburg sage ich gleich dazu, bitte die Frage stellen. Wir sind über 100 Mitglieder Abteilung Bogensport. Davon sind 4 Polizisten. Das hat alle anderen Berufe, von Krankenschwester bis. So, Bogenschießen. Zweitälteste Distanzwaffe nach dem Speer, die wir früher hatten, im Prinzip, wollten einen Fahrrad zu Moring. In Deutschland, ich glaube, die Jagdgesetze und alles, was zusammenhört, ist das keine Waffe mehr. Das ist ein Sportgerät. Sie können jederzeit in jeden Laden gehen, diese Geräte oder was er hat im Prinzip kaufen, können Sie Ihren 13-jährigen Sohn schicken, der kann das alles kaufen, egal was da für Bums hinter ist. Nur wenn Sie was permanent drinnen lassen können und ablösen, dann wird es langsam gemacht. Ganz schnell, es gibt ganz viele Arten von Bogenschießen, die bei uns gemacht werden. Es gibt 9 Arten, wo in Deutschland deutsche Meisterschaften ausgeübt werden. Es gibt 3 Arten, wo internationale Meisterschaften ausgeübt werden. Gehört unter anderem der sogenannte Blank- oder Jagdbogen dazu. Das haben Sie vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, das ist das typische olympische Bogenschießen mit viel Klimbamborium und Technik dran. Ist momentan vom Bogenschießen her zu dieser Olympiade oder zu den Olympischen Spielen noch die einzige Art, ein Wettkampf, die teilgenommen wird, mit olympischen, sogenannten Rekurvbogen. Zu den nächsten Olympischen Spielen kommen die aus Amerika stammenden Compound-Bögen dazu, die durch diese Rollensysteme eine andere Energie in Leitung haben. Hier muss ich meine ganze Kraft, wie früher, drinnen, muss ich halten. Hier habe ich zum Anfang eine gewisse Kraft, überwinde ich, dann geht es ganz leicht. Und ich habe aber bestimmte höhere Geschwindigkeiten, Energiewerte, die ich mit dem Bogen erreiche. Ich will sagen, für meine Größe, wenn wir Wettkampfschießen, dieser Bogen erreicht die Geschwindigkeit mit meinen Pfeilen von 225 km/h. Kann sich jeder mathematisch ein bisschen ausrechnen, was auch ein Wurmsucher ist. Diese Bögen bis 330, das sind also mehr als 70 Meter pro Sekunde. Wenn wir also 70 Meter schießen, lassen wir los und vorne macht es plopp. Das heißt also, bei uns ist ein enorm hoher Wert auf Sicherheit. Konzentration. Das heißt, es gibt immer bei uns 2 Kommandos, Pfeile holen oder Pfeile frei. Auch wenn wir neue Leute haben, stehen dann also bei Übungstagen bei uns teilweise bis 40 oder 50 Leute an der Linie, die dann auf bis zu 22 Scheiben schießen. Kurz vorstellen, unter anderem Stefan gehört auch mit zu unserer Trainergruppe. Das heißt, wir sind beim Polizeisportverein 10 Trainer und wir bedienen die Abteilung Bogensport an 6 Tagen die Woche. Ehrenamt, das hat 35 Euro im Monat. Also man muss schon ziemlich bekloppt sein, um das zu machen. Der Lohn ist unsere Polizeisportvereinabteilung. Da kommt noch einer unserer Trainer, der Matze. Steht momentan im deutschen Vergleich. Also es gibt 10 Mannschaften, die jedes Jahr, die werden aus über regionale Meisterschaften, die werden ermittelt. Dann gibt es 10 Mannschaften, die kämpfen gegeneinander und da steht unser Polizeisportverein Magdeburg momentan auf Platz 1. Deshalb hat der Innenminister auch beschlossen, uns Waffen zu fördern. Deshalb wird in diesem Jahr die erste Bogensporthalle in Sachsen-Anhalt am Polizeisportverein Magdeburg gebaut, sodass wir auch endlich in der Lage sind, im Winter zu trainieren. Winter heißt 18 Meter Entfernung, die geschossen wird aus sehr kleinen Zielen. Sommer heißt 30, 50, 70, 90. Und wieso auf das Thema gekommen? Alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Irgendwann tauchten bei uns die ersten Rollstuhlfahrer. Mal gucken. Haben wir einige 15-jährige Jugendliche, die durch Verkehrsunfall so breit gemanscht sind, im Prinzip, dass sie eigentlich, ich dachte, das war mit meinen Bocken, sondern nehme ich alle nicht rum. Alles so spastisch, geht eigentlich gar nicht, aber wir haben ja versucht, die können wir den Bengel mit 15 Jahren das Erfolgserlebnis verpassen, triff was. Und die sind dabei, mit Leib und Seele dabei. Und für den sind das immer, wenn dann seine 2 Stunden rum sind, dann ist der schon traurig, dass er wieder los muss. Wir haben unter anderem unser Freund Düssel dort hinten, das schmale Handtuch, sage ich deshalb, Düssel hat jetzt gerade 60 Kilo abgenommen. Begleiterscheinungen wie Aggressionsstörung oder dass er nicht unter Menschen konnte, also als alle nicht rumnehmen, so als ein bisschen Psychomacke im Kopf, gibt es bei uns nicht. Er steht ohne Probleme aufgrund der hohen Konzentration mit 30 Mann an der Linie und Nachtsicht. Wir haben ganz viele ADHS-Kinder,
Und jetzt kommen wir zu unserer Rentnergruppe. Und naja, ich bin mittlerweile fast, also ich bin 53, aber dazu bleibt man 70 Verletzungen dazu. Muskelapparat. Knochen. Das heißt, ich habe momentan also gerade nicht durchs Bogen schießen, mir in der Halswirbelsäule was kaputt gemacht, musste jetzt 8 Wochen pausieren. Das Schöne am Bogen schießen, sie fangen wieder von vorne an zu lernen, damit sie wieder die alte Leistungskraft bekommen. Wir haben folgendes Thema beim Bogenschießen, nicht das Gewicht vorne auf den Füßen. Damit muss ich also schon mal was freuen, viel besser können, das Becken nach vorne kippen. Jetzt geht das schon wieder, ich habe eine Unterspannung im Becken, ich habe eine Haltung, ich entlaste die Wirbelsäule ist jetzt also perfekt gerade. So. Und dann habe ich Jesus Christus im Prinzip in der Linie, dass ich nach vorne greife. Das heißt also, eigentlich kein Mensch kann aus dem Stand greifen, aus dem Stehgreif sich so hinstellen, so nach vorne greifen. Die meisten kommen nicht bis hierher. Und das trainiert man sich an im Prinzip, dass man greifen kann, dass man ziehen kann, mit den Schultermuskeln arbeitet, die heutzutage bei unserer ganzen verkümmerten Arbeit nach vorne alle nicht in der Lage sind. Momentan sind 2 Trainer bei uns, dazu gehöre ich, in der Ausbildung, als diese Fachausbildung, die es ja gibt, also bei uns gibt es den sogenannten Übungsleiter, Übungsleiter C, das ist dann also, dass wir qualifiziert sind, eben als Trainer für Bogenschießen zu arbeiten, das ist ein Fachlizenz und dann gibt es den therapeutischen Trainer. Und den therapeutischen Trainer machen wir uns gerade 2 Leute. Weil wir immer mehr Anfragen bekommen haben, Lebenshilfe e.V. Schickt uns sehr viele Leute, T-Systems, alles diese Computermenschen kommen zu uns. Und wir versuchen natürlich jetzt, das auch so zu initiieren, dass Krankenkassen einfach mal irgendwann sagen, wir machen das mit euch. Geht ja noch nicht in dem Programm drin. Die AOK, ich hatte das schon mal kurz erzählt, die AOK, der Pressesprecher der AOK, bei uns immer der Punkt, ist jetzt also dabei. Eine Studie, ob die schon ganz fertig ist, habe ich noch nicht rausgekriegt, aber das läuft in diesem Thema. Und wir ziehen gerade Informationen aus ganz Deutschland zusammen, das ist mit dem Hintergrund, ich war bis März dieses Jahres mal Pressesprecher des Bundesverbandes, Deutscher Bogensportverband. Wir haben, das ist der ehemalige DDR-Bogensportverband, momentan 10.000 aktive Mitglieder in diesem Verband. Es gibt noch den Deutschen Schützenbund, der aus den Altbundesländern mal kam, also momentan über 100.000. Und noch andere Sachen. Wenn Sie Lust haben, gibt es die Möglichkeit, schauen Sie auf unsere Internetseite, kommen Sie einfach mal vorbei. Montags, Mittwochs, Freitags, also wir haben auch noch ein Probetraining einmal im Monat. Alle 2 Monate. Weil wir natürlich gucken müssen, dass wir bei über 100 Mitgliedern es auch noch die Reihe kriegen bei der Wettkampfsaison und. Und das vielleicht noch als Information, bei uns muss man keine Wettkämpfe schießen. Also von momentan 105 Mitgliedern sind 20 regelmäßige Wettkampfteilnehmer. Das macht es einfach nur aus Freude, die Lelligkeit, sich daran zusammenzukommen. Der dritte Punkt, was mir nochmal Frauen freut, wenn manchmal, wenn sie Männer schicken, dann ja, wir wollen jetzt Schrank und Freude haben, weil wir haben jetzt bloß noch 25 Minuten Zeit. Ich meine, ja. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit Ihrem ganzen Equipment und mit Mentor auch mitgekommen sind, durch unseren Patienten, anhänglichen Patienten, Herrn Schascha, jetzt sind wir da eigentlich und ich finde das eine super Idee. Und ich denke, dass jetzt Olaf, so viel wie möglich den zieht sie nie im Leben. Den zieht sie nie im Leben. Das sind 15 Kilo, das ist ein bisschen heftig. Das könnte ein bisschen wehtun in der Schulter. Ja, man unterschätzt das. Das ist ein Haufen Holz zu ziehen. Nur die Falten sind jetzt auch nur im rechten Auge. Ja, das klingt auch.